Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC 25 Spielerkarriere mit Frederik Gregersen. Wir befinden uns direkt vor dem Spiel gegen Tottenham und werden jetzt hier wohl ein erstes Mal Richtung Aufstellung blicken. Wir kennen die Sequenz natürlich schon und ihr wisst natürlich, was das heißt. Solanke ärgert sich. Und das bedeutet, dass es endlich die Chance kommt für Frederik Gregersen, ein erstes Mal von Anfang an für die Spurs unterwegs zu sein. Noch schnell mit dem Torhüter abgeklatscht und jetzt rein ins Spiel gegen Man City. Zwei krisende Vereine, die hier heute aufeinandertreffen. Platz 17 gegen Platz 13 am 6. Spieltag. Das sind unglaubliche Zahlen. Beide Teams überhaupt noch nicht angekommen in der neuen Saison. Tottenham konnte immerhin zwei der ersten fünf Spiele gewinnen, City hingegen nur ein einziges. Und trotzdem ist für mich klar, das wird hier ein richtig, richtig schwieriger Auftakt in die neue Folge der Spielerkarriere. Lasst mir trotzdem sehr, sehr gerne auch heute wieder einen Daumen nach oben da, um das ganze Projekt hier nach wie vor zu supporten. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr in Zukunft dann zu verpassen. Und natürlich gilt auch, schreibt mir gerne weitere Wünsche für die Spielerkarriere in die Kommentare, beispielsweise mit Vereinen, für die Frederik Gregersen noch spielen soll. Denn grundsätzlich könnte ich mir noch einen weiteren Transfer in dieser Karriere vorstellen. Aber wir wollen jetzt uns erstmal voll auf Tottenham konzentrieren, denn da sind wir jetzt ja auch gerade erst so richtig angekommen und dürfen heute ein erstes Mal von Beginn an spielen. Das ist schon mal eine sehr, sehr coole Geschichte. Kurzer Hinweis noch auf das gestrige Video am Mittwoch. Da kam nämlich ein sehr interessantes Video online, nämlich eine jedes Angebot annehmen Challenge mit dem VfB aus Stuttgart. War auf jeden Fall ein wildes Video. Über drei Saisons musste ich mich dort wirklich auf dem Transfermarkt völlig entwaffnet hingeben und jeden Spieler, für den wir ein Angebot bekommen haben, auch wirklich dann verkaufen. Das hat zu einigen kuriosen Deals geführt, also dort gerne mal vorbeischauen. Ist ein cooles Video geworden. Morgen geht es hier natürlich weiter mit der Bayern-Karriere, also das Abo, das lohnt sich definitiv. Dann kommen wir mal zurück zur heutigen Folge der Spielerkarriere. Wir haben hier natürlich erstmal das absolute Topspiel in der Liga gegen City. Wird auf jeden Fall richtig, richtig schwer, hier irgendwie was mitzunehmen in Manchester, aber wir werden unser Bestes geben. Und gleich im Anschluss haben wir dann Champions League gegen Inter Mailand. Auch das wird ein schweres Spiel. Ich hoffe aber auch dort, dass wir wieder in der Startelf stehen werden und ja, so richtig zeigen dürfen, wie gut wir eigentlich mittlerweile sind. Kulusevski über den Flügel, guter Ball und die Chance zum Abschluss und der ist drin. Erste Gelegenheit nach 19 Minuten für Tottenham und dann zappelt der Ball direkt im Netz von Ederson. 1:0, Frederik Gregersen, Startelfdebüt jetzt schon geglückt, so kann man es sagen. Kommt hier rein in die Startformation, macht direkt das Tor. Wunderbar vom Schweden Kulusevski vorgearbeitet. Und dann ist es ein Top-Abschluss, der ja die Spurs hier in Führung bringt. Eigentlich City hier in der Anfangsphase die bestimmende Mannschaft. Bei denen scheint es aber wirklich aktuell überhaupt nicht zu laufen. Jetzt bleibt da auch noch ein Spieler verletzt liegen. Also ja, die haben wirklich Scheiße am Fuß. Boah, Erling Haaland, das wird jetzt wohl die Antwort sein. Dragusin, überragend, wie er ihn da noch stört und ihn so aus seinem Ablauf etwas herausbringt. Das war der entscheidende Kontakt dafür, dass Haaland da doch nicht zum Abschluss kam. Das, also ich hatte den Ball schon drin gesehen, kann ich ganz klar behaupten. Kriegen wir ihn jetzt hier vielleicht durchgesteckt, da ist die Lücke. Ja, aber wir brauchen zu lange beim Aufdrehen. Toro geht durch, gute Aktion vom Rechtsverteidiger. Und da kommt der Ball wieder zu uns. Madison, Doppelpass und der Abschluss mit rechts ist überragend. 30 Minuten gespielt, 2-Tore-Führung für Tottenham. Unser Landsmann Højbjerg, der Erste, der zum Jubeln parat ist. Und das war also nicht verkehrt. Wunderbar gemacht. Mit rechts an Innenpfosten gezirkelt das Ding. Ederson erneut chancenlos und 2:0 Führung für Tottenham. Das hätte ich mir hier echt nicht erträumen können. Und die müssen jetzt auch direkt verletzungsbedingt wechseln.
Bernardo Silva kommt von der Bank. Boah, ist auch komplett tot hier im Stadion. Also, ja, das Etihad Stadium hier sowieso nicht gerade als absolute Stimmungshochburg bekannt. Aber jetzt hier mit dem 2:0 für Tottenham ist es hier wirklich verdammt still geworden. Also unglaublich, wie City hier Probleme hat zu Saisonbeginn. Also das habe ich noch nicht erlebt, dass wirklich Manchester City so schlecht im Karrieremodus unterwegs ist. Jetzt hier vielleicht sogar die nächste Chance. Nico Schlotterbeck mit dem Abschluss. Oh, Madison, was eine Idee von ihm. Madison auf uns und wir machen den lupenreinen Hattrick. Ey, was ist das für ein Pass von Madison? Unfassbar. Boah, ich krieg ein bisschen Özil-Vibes bei diesem Ball. Ich krieg ein bisschen Mesut Özil-Vibes. Habt ihr diesen Pass gesehen? Wie überragend war der von James Madison? Und wir bleiben dann cool. Mit Außenriss an Ederson vorbei. Lupenreiner Hattrick. Aber wir müssen uns gleich unbedingt diesen Pass nochmal angucken. Der war ja überragend. Guckt euch das Ding nochmal in all seiner Schönheit an. Wunderbar mit dem ersten Kontakt. Perfekt getimed. Perfekt am Verteidiger vorbei. Super in unseren Lauf. Wir hatten leichtes Spiel, den dann zu machen. Die Krise, sie geht absolut weiter. Und das nicht für Tottenham, sondern ganz klar für Manchester City. 0-3 Rückstand zur Pause. Eigentlich okay in die Partie gefunden, dann aber von Frederik Gregersen auseinandergeschraubt worden. So, weil das ganze Ding zur Pause mehr oder weniger abgeschmiert ist, gibt es jetzt den Wechsel bei Tottenham. Ich habe das ganze Spiel hier neu starten müssen, habe wieder 3 Tore geschossen, also da hingegen haben wir nichts verloren, müssen jetzt aber zur Pause raus. Solanke kommt rein, ich hoffe, dass die Jungs das auch ohne uns hinbekommen, hier das Spiel noch zu gewinnen. 4:1, Madison vergoldete seinen schönen Abend und ja, super Sieg für uns, weiterhin Krise für Manchester City. Mit diesem Sieg katapultieren wir uns erstmal auch ein gutes Stück nach vorne in der Tabelle. Von 13 rücken wir auf 9, haben nach 6 Spielen jetzt dann immerhin 3 gewonnen, allerdings auch 3 verloren. Und für City, ja, da wird es immer düsterer, aktuell einfach auf einem Abstiegsplatz. Das ist schon richtig, richtig verrückt. Dennoch, wir sind zufrieden damit, wie es gelaufen ist und wollen jetzt reingehen in die Champions League. Inter Mailand ist der Gegner nach unserem Sieg in der letzten Folge 2:0 über die PSV aus Eindhoven, soll hier auch der nächste Erfolg her. Neben dem Spiel gegen Inter stehen heute dann noch die Partien gegen Bournemouth und Southampton vor der Tür. Ich denke, hier wird eine Länderspielpause sein, das werden wir dann auch in diese Folge mit reinpacken. Dann wird das aber auch schon gewesen sein. Es wird wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video, aber ich würde Real Madrid gerne erst in der nächsten Folge dann bespielen. Ja, und ich hoffe, mit dem Dreierpack gegen City haben wir dann jetzt endgültig auch den Weg in die Startelf dauerhaft gefunden. Ich denke aber, das war relativ eindrucksvoll, was wir dort geliefert haben. Wurden dann nämlich auch ins Team der Woche gewählt, zusammen mit Madison, also dessen Vorlage. Die war wirklich absolut erste Sahne und jetzt gehen wir rein in die Königsklasse. Nach so einem Dreierpack, da kannst du uns ja gar nicht aus der Startelf wieder rausnehmen. Das sieht auch der Trainer so. Somit starten wir gegen Inter Mailand. Katastrophale Trikotwahl, kann ich jetzt schon mal sagen. Beide Mannschaften haben irgendwie nur Trikots in den gleichen Tönen. Das ist auf jeden Fall nicht so nice, aber wir werden das schon hinbekommen. So, dann wollen wir mal zu Hause im Tottenham Stadium, wollen wir den zweiten Sieg holen. Selbiges gilt für Inter Mailand, auch die konnten am ersten Spieltag gewinnen. Aber hier heute wird es nur einen Sieger geben. Nächste Gelegenheit, gleich mal für uns auf Madison, da war noch einer dran. Sonst käme der Ball da wahrscheinlich auch deutlich besser. Wir holen uns das Ding hier gleich zurück. Über die Außenbahn, rein zu Madison. Madison! Und 1:0, Jan Sommer ein erstes Mal geschlagen und das bereits nach 5 Minuten. Also mit dem Mann kommen wir jetzt schon richtig gut klar. Ja, wir haben irgendwie immer im Team so einen Spieler, mit dem wir sofort auf einer Wellenlänge sind. Bei Brentford war es O'Reilly und hier scheint es Madison zu sein. Guter Ball, raus auf Kulusevski. Wir nehmen das Ding mit, aber der Verteidiger steht im Weg. Pedro Porro, nochmal der Antritt. Wir versuchen wieder Madison zu finden. Dieses Mal klappt das blinde Verständnis allerdings nicht. Madison, guter Ball, kommen wir da vorbei, da kommen wir vorbei, die Chance zum Abschluss, Jan Sommer verhindert Schlimmeres, also
Inter findet in den ersten Minuten hier gar nicht statt. Es spielt nur eine Mannschaft und das ist die Heimmannschaft, die Spurs. Ecke von Madison, die wird geklärt. Ja, jetzt vielleicht ein erstes Mal nach einer Standardsituation. Da waren sie mal vorne, aber dann sind es tatsächlich sogar wir als Stürmer, der da hinten aushilft und verhindert, dass Inter Mailand ein erstes Mal zum Abschluss kommt. Guter Ball, aber Dragusin und Schlotterbeck, das ist schon eine geile Innenverteidigung, ne? Also das muss man schon sagen, die beiden als Innenverteidiger zu haben, da hat man relativ wenig Bauchschmerzen. Letzte Minute läuft, also die Anfangsphase war sehr unterhaltsam, dann hat es irgendwann so ein bisschen abgenommen, dann haben wir uns zu sehr auf der Führung ausgeruht. Das sollten wir im Durchgang 2 ändern. Dann sollten wir wieder versuchen, hier Tore zu erzielen. Inter Mailand selbst hat aber jetzt auch noch gar keinen Abschluss dagelassen. Also irgendwie schon auch verständlich, dass wir uns ein bisschen auf der Führung ausgeruht haben. Trotzdem, wir müssen natürlich damit rechnen, dass Inter Mailand hier eine einzige Aktion ausreichen könnte, um am Ende des Tages doch in Führung oder zumindest zum Ausgleich zu kommen. Deshalb, ja, wäre es besser, wenn wir mit 2 Toren führen würden. Ja, und da kommen sie auch, Lautaro Martinez, ganz, ganz spitzer Winkel, probiert es trotzdem selbst, dann trifft er aber, glaube ich, auch nur Aluminium. Solomon in die Tiefe, Gregersen kriegt das Ding noch und dann kommt da überhaupt gar keiner in den 16er, also ganz alleine können wir es auch nicht machen. Jetzt vielleicht die nächste Gelegenheit, wieder null irgendjemand mehr mitgelaufen, also die geben uns den Ball vorne und dann heißt es, ja, hau das Ding rein. Da kommt niemand mehr mit in den 16er oder so. Das ist richtig nervig. Und jetzt kommt Inter Mailand. Die haben eine Strafraumbesetzung und die ist verdammt gut. Richtig gefährlich. Rabiot aus der zweiten Reihe. Nächste Gelegenheit. Also wir müssen tierisch aufpassen. Das könnte hier echt den Ausgleich mit jeder Aktion von Inter Mailand geben. Denn die werden gefühlt von Minute zu Minute besser. Und wir immer schlechter. Ja, und da ist Lautaro Martinez der Abschluss. Schlotterbeck wirft sich noch hinein, gibt aber die Ecke. Kurz oder lang, das ist jetzt die Frage, kurz ausgeführt. Dimarco und Hakan Çalhanoğlu, das ist allerdings der Fehler. Kontergelegenheit über unsere Jungs. Brennan Johnson auf uns, dann wir weiter für Madison. Der macht es aber erstmal dann ruhig und versucht hier wieder ein bisschen Kontrolle reinzubringen. 10 Minuten nur noch auf der Uhr. Inter Mailand hätte mittlerweile den Ausgleich so ein bisschen verdient, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber jetzt müssen sie es halt zu Ende bringen. Und wir werden weiter versuchen, hier das Ding irgendwie zu verwalten. Nach vorne geht für unsere Mannschaft irgendwie nichts mehr. Aber muss es ja auch gar nicht unbedingt, solange wir kein Gegentor mehr kassieren. Brennan Johnson wird jetzt immer auf die Reise von uns geschickt. Wir haben den Ball auch nochmal durchgesteckt für Madison. Der probiert es nochmal. Ball auf die Latte, nachdem er da abgefälscht wurde. 5 Minuten noch auf der Uhr. Und es gibt nochmal eine Ecke für Tottenham Richtung Schlotterbeck. Das ist aber mehr eine Rückgabe. Inter Mailand kommt ein allerletztes Mal. Die letzte Minute läuft. Gibt es noch wirklich die eine Chance? Schlotterbeck macht das super. Und dann muss der Ball jetzt nur noch weg. Wir gewinnen den 2. Spieltag in der Champions League. Spannendes Duell gegen Inter Mailand, die lange gebraucht haben, um hier in die Partie zu finden. Wir haben nicht lange gebraucht, bei uns war es eher umgekehrt, zum Beginn sehr gut, hinten raus dann etwas schwächer. Aber ich kann damit leben, wir haben 6 Punkte nach 2 Spielen in der Champions League. Das ist ein verdammt guter Start in die Ligaphase. Bevor es reingeht in die Länderspielpause, in welcher wir dann tatsächlich sogar mit Dänemark gegen Deutschland spielen werden, haben wir jetzt das Duell gegen den aktuell 3. Bournemouth. Ist sehr überraschend weit vorne nach 6 Spielen in der Liga. Haben 4 Punkte mehr auf dem Konto als wir, somit 13. Ich hoffe, dass wir näher rankommen werden nach dieser Partie. Zu Hause erneut unterwegs, diesmal aber nicht in der Champions League, sondern dieses Mal in der wunderbaren Premier League. Ich bin gespannt auf das Spiel und hoffe, dass wir ja so ein wenig die in beide Richtungen überraschenden Ausschläge, was die Tabellenposition angeht, ein wenig korrigieren können. Also wir sind erstes Mal unterwegs für Madison, der probiert es selbst. Hätte er vielleicht nochmal auf querlegen können ein weiteres Mal, aber okay. Guter Versuch von dem Mann, der ja auch das Siegtor
in der Königsklasse erzielte Kopfball nach der Ecke nicht gut genug. Das ist ein richtig guter Pass auf Nicholas Jackson, 1-0 Bournemouth. Das hat nicht lange gedauert, der ehemalige Chelsea-Spieler scheint sein Glück mittlerweile bei Bournemouth gefunden zu haben und das war verdammt gut gemacht. Rückstand Tottenham. Ernüchternder Start, aber vielleicht die direkte Antwort. Madison, wieder feuert er einen ab, wieder ist der Torwart noch da. Guter Ball gewinnen und das ist ein super Pass auf uns. Die Gelegenheit zum Ausgleich. Nochmal rübergespielt. Warum spiele ich den rüber? Ey, viel zu viel Zeit zum Nachdenken. Erster Kontakt auch zu weit nach außen genommen. Oh, da war viel mehr drin. Da ärgere ich mich richtig drüber. Oh, nächste Gelegenheit. Dafür wieder für Jackson. Auf den müssen wir scheinbar richtig aufpassen. Ecke kurz ausgeführt, gucken wir auch da nochmal rauf, wird nicht gefährlich. Nächster Abschluss, Nicholas Jackson, also das scheint hier so ein bisschen eine Ein-Mann-Offensive zu sein. Guter Ball von Porro, nächste Gelegenheit für uns hier zum Ausgleich zu kommen. Ja, wir kommen nicht richtig in die Partie, zu viele Fehler, zu wenig gute Aktion. Das ist einfach schlecht von uns persönlich jetzt hier als Spieler. Und stattdessen Nicholas Jackson, der nur so vor Selbstvertrauen strotzt, der nimmt sich auch wirklich jeden Abschluss. Nächste Gelegenheit für Jackson. Schlotterbeck ist gerade so noch da und das ist bezeichnend für unser bisheriges Spiel. Also es läuft gar nichts. Ich bin kurz davor, uns zur Pause runterzunehmen. Katastrophale erste Halbzeit. Das bleibt unterm Strich stehen. Es kann nur besser werden. Und ich hoffe echt, dass es das auch wird, weil das ist ja auch gerade für den Kopf keine schöne Sache, weil wir wirklich jede Aktion gefühlt verstolpern. Ja, nächste Chance für Nicholas Jackson, 2-0. Also unser Team passt sich hier auch geisteskrank unserem Niveau an. Das ist eine komplette 0 aus 10. Ja, guck dich das an. So sieht das die ganze Zeit aus. Hier kommen keine drei Pässe zustande. Richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Da seht ihr wahrscheinlich jetzt das 3-0. Also Nicholas Jackson nimmt uns komplett auseinander. Fünftes Tor schon im sechsten Spiel für ihn. Crazy. Das hat er bei Chelsea in 3 Jahren wahrscheinlich nicht hinbekommen. Also, ja, absolut schreckliches Spiel. Jetzt läuft Marte Powell auf uns. Auch die Ballannahme ist wieder eine 0 aus 10. Also, mit solchen Situationen wirst du in der Premier League nicht bestehen können. Das wissen wir selbst ganz genau. Aber hier heute scheint einfach nicht zu klappen. Ich bin richtig sauer. Und dann haben wir hier jetzt auch wirklich das 13-0. Patrick Kluivert, nee, Justin ist es natürlich, läuft durch. Patrick hat ihn wahrscheinlich gemacht, Justin macht ihn nicht. Trotzdem, wir haben dieses Spiel zu 100% verdient verloren. Nicholas Jackson fast mit dem dritten. Da ist er wieder. Also der Typ hatte jetzt irgendwie 6 Abschlüsse oder so. Jetzt komm, mach was draus. Kulusevski ist durch, ist durch, ist durch, ist durch. Mach was draus, Junge. Spielt ihn jetzt nochmal rüber. Anschlusstreffer. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Stark gemacht vom Schweden. Können wir doch bitte den einfach nur den Ball holen? Nein. Alles klar, Spiel. Danke für nichts. Egal, wir machen weiter. Bisschen neuer Mut. Bournemouth hatte die Chancen, hier den Deckel drauf zu machen. Die Chance haben sie nicht genutzt. Und auf einmal, ja, sind die Spurs wieder da. 5. Tor für Gregersen im 4. Spiel. Jetzt bloß nicht direkt das 3. Tor kassieren, dann lasse ich mich nämlich sofort auswechseln. Aber so wird das nichts. 15 Minuten noch auf der Uhr bleiben, um hier zumindest noch einen Punkt irgendwie doch noch rauszuholen. Aber ja, gerade sehe ich nicht so ganz wie, denn eigentlich spielt wirklich nur Bournemouth. Kulusevski unterwegs, Kontergelegenheit. Was macht der Schwede draus? Kann er uns noch ein Tor vorbereiten? Ich hasse solche Situationen, wo man sich gegenseitig den Ball wegnimmt. Also da könnte ich ausrasten. Das war wahrscheinlich die eine Chance, die wir noch hatten, um hier den blauen Ausgleich zu erzielen. Im Gegenzug ist Bournemouth einfach zu kacke, das 3. Tor zu erzielen. Aber trotzdem, das war die eine Chance. Paul wartet Ewigkeiten, um zum Ball zu geben. Madison am Tor vorbei. Madison durchgesteckt auf uns. Und wieder irgendwie nochmal in Richtung Mitte. Madison Kulusevski gibt uns den Ball nochmal. Ja, aber
Das ist dann auch sehr, sehr schwierig in meinen Augen gewesen. 2 Minuten bleiben noch und Bournemouth im Ballbesitz. Richtig, richtig bittere Niederlage. Hochverdient, aber trotzdem richtig, richtig bitter. Weil gefühlt war das hier heute nicht unbedingt nötig. Gucken wir nochmal, ob wir es vielleicht auf dem allerletzten Drücker noch verhindert bekommen, Madison. Direkt auf dem Torwart und dann war's das. Wow, mit einem absoluten Megadämpfer geht es in die Länderspielpause. Also, dass ich in der Karriere mal von Nicholas Jackson auseinandergenommen werde, das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Heute ist es passiert und das fühlt sich verdammt scheiße an. Damit geht der Höhenflug von Bournemouth weiter. Die sind jetzt einfach Tabellenführer, absolut verrückt. Wir krachen weiter irgendwo im Nirgendwo rum. 7 Spiele, 9 Punkte. Das ist schon ziemlich erbärmlich für Tottenham-Verhältnisse. City konnte den 2. Sieg dann jetzt auch mal holen. Ja, und wir stehen auch nur bei 3. Also es ist richtig, richtig schlecht. Das muss man einfach mal festhalten, ne? Bevor wir das letzte Spiel in der Liga gegen Southampton bestreiten, werden wir jetzt dann in der Qualifikation für die EM spielen als amtierender Weltmeister. Wir werden gegen Polen das Ganze in den Highlights spielen und gegen Deutschland mal ein komplettes Spiel mitnehmen. Also auf geht es gegen Polen, Highlights. Ja, ich bin kein Fan von den Highlights, aber wir machen es jetzt einfach mal. Dafür können wir gegen Deutschland dann mal ein ganzes Spiel mitnehmen. Ich denke, ja, gerade gegen die DFB-Elf ist das doch auch eigentlich ein ganz, ganz cooles Ereignis. Und natürlich auch cool, bei der Nationalmannschaft treffen wir auf einige bekannte Gesichter, beispielsweise ein O'Reilly, mit dem wir ja bei Brentford auch zusammen gespielt haben. Erste Gelegenheit in den Highlights, eine wunderbare Kontersituation, die wir goldig, goldig abschließen. Sehr, sehr schön gekontert. Vorlage Højlund, Tor Gregersen. Nur wenig später eine ähnliche Situation. Wieder die Gelegenheit zum Kontern. Wieder kommt der Ball gut, aber auch eine gute Grätsche. Polen ist offen, so kann man es ganz gut beschreiben. Denn hier gibt es eine Kontergelegenheit nach der nächsten. Wir müssen sie halt nur mal nutzen. Keine Ahnung, was hier los ist, aber in der 28. Minute steht es mittlerweile 1:1 unentschieden. Das Unentschieden hält auch an, denn der Ball wird geblockt. Und mittlerweile dann Durchgang 2, 50. Minute kommt der Ball da in unsere Richtung. Sieht so aus, ja, wir können ihn auch festmachen, aber mehr dann auch nicht. Großer Sprung mittlerweile in die Schlussphase. 76. Minute, Abschluss von uns und dann ist Schluss. Wir verlieren 2:1, war absolut klar, dass wir das Spiel am Ende des Tages noch verlieren. Aber gut, wer die ganzen Chancen da in den Anfangsminuten nicht nutzt, der hat es auch nicht anders verdient. Jetzt müssen wir halt gegen Deutschland mal Punkte sammeln, sonst sind wir nämlich als amtierender Weltmeister bei der nächsten EM gar nicht erst dabei. So, dann wollen wir mal. Also, Länderspiel gegen Deutschland. Eine coole Geschichte, wie ich persönlich finde. Schauen wir mal, wie die DFB-Elf so aufgestellt ist. Also, wir werden jetzt ja keine Aufstellungen oder etwas dergleichen sehen, aber auf dem Spielfeld sollten wir das Ganze doch ganz gut erahnen können. Ja, wobei die Nummer 7 da unten, die kann ich schon mal überhaupt nicht erkennen. Aber naja, gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt auf die Partie. Gegen Deutschland hier fürs Video, glaube ich, eine ganz coole Sache, da auch einfach mal über die volle Distanz zu gehen und gleich mal die erste Gelegenheit für Højlund. Ter Stegen im Tor ist da, nachdem unser Teamkollege Nico Schlotterbeck hier am Ball zusammen mit Jonathan Tah in der Innenverteidigung diesen Angriff nicht verhindern konnte. Siala, Havertz, die DFB-Elf direkt mal am Zaubern. Hinten wird es brenzlig. Nummer 7 ist übrigens Julian Brandt, der einfach nur extrem komisch in diesem FIFA-Teil aussieht in meinen Augen. Der sieht immer komplett fertig aus, also eigentlich genauso wie in der Realität. Das haben sie eigentlich also ganz gut getroffen. Højlund jetzt mit der Riesenchance, 2. Abschluss, Tah ist da zum Blocken. Boah, Riesenchance jetzt für Kai Havertz zur Führung für die DFB-Elf. Havertz braucht viel zu lange. Jetzt Florian Wirtz, Ablage auf Brand. Und nicht das 1:0 für Deutschland, den habe ich 3-mal drin gesehen. Also es könnte hier richtig krachen, denn immer mehr wird Deutschland hier zum Alleinunterhalter, das war abseits. Aber trotzdem immer mehr klar, wie das Spiel in Richtung der DFB-Elf hier fällt. Nächste Chance, Havertz und der nimmt Musiala mit, ist das toll gemacht und Jürgensen
mit einer überragenden Tat. Zwei Ex-Chelsea-Spieler im Duell. Und ja, wir können hier dreimal auf Holz klopfen, dass wir bisweilen noch nicht zurückliegen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich aber ändern. Kai Havertz, wieder unsere Nummer 1. Aber jetzt vielleicht mal eine Kontergelegenheit nach 30 Minuten. Schlotterbeck viel zu früh unten. Das war abseits. Wirklich sehr, sehr sicher. War kein Abseits. Geht weiter. Aber wir machen dann trotzdem nichts draus. Und dann ist es jetzt Florian Wirtz, der immer noch nicht die Führung für die DFB-Elf erzielt. Also, das ist wirklich verrückt. Die sind so unendlich viel besser hier. Und jetzt könnten sie sich das Gegentor fangen. Denn Højlund ist durch. Højlund ist völlig alleine durch. Nimmt Tempo raus. Warum nimmt der Tempo raus? Wir treffen teilweise so dumme Entscheidungen vorne. Das ist verrückt. Wir könnten wirklich Deutschland bestrafen. Nächste Chance. Jamal Musiala. Musiala mit viel Tempo. Wirtz. Irgendjemand wirft sich immer noch rein. Nochmal Florian Wirtz. Jetzt Havertz. Jetzt Jürgensen. Das ist ja unglaublich. Also ich bin auf die Statistik gespannt. Das muss irgendwie, keine Ahnung, 5xG oder so sein. Also 4 sage ich auf jeden Fall für Deutschland. Nächste Riesenchance. Hier irgendwie noch das Tor vor der Pause zu machen, aber jetzt geht's erstmal in die Kabine. 3,16G, 12 Abschlüsse, Digga, 12 Abschlüsse nach einer Halbzeit, ist unglaublich viel. Andrich ganz frei, Florian Wirtz, Jürgensen. Florian Wirtz, Brandt, ganz viel Platz nochmal rüber, Havertz, dann ist es endlich geschehen, das 1-0 für Deutschland, also das kommt man sich ja nicht mehr angucken, wie viele Chancen die haben liegen lassen. Hoch, hoch, hoch verdient diese Führung. Nächste Gelegenheit, Havertz. Deutschland macht einfach so weiter. Nächste Chance, Kai Havertz. Ja, ich lasse mich jetzt auch auswechseln, also das brauche ich mir nicht anzugucken. Wir sind komplett beschissen in der Partie. Deutschland ist viel zu gut und wir sind raus und konzentrieren uns lieber nochmal auf die Premier League zum Abschluss dieses Videos. Am Ende kommen wir durch das Tor von Jonas Wind nochmal ran, aber es ist die nächste Niederlage. Wir gucken mal schnell rauf, wie es jetzt dann so aussieht in der Qualifikationsrunde. Also abgesehen davon, dass ich nichts sehe, weiß ich auch gar nicht, auf welchem Platz man in welcher Form überhaupt weiterkommen würde. Also Länderspiele in FC 25, ne, und sowieso eigentlich schon immer in den FIFA-Spielen im Karrieremodus, war schon immer kompletter Bullshit, weil es gefühlt 18 Teams gibt oder so, wenn überhaupt, und man immer gegen die gleichen spielt. Deshalb, ja, finde ich Länderspiele 0,0 interessant, hätte natürlich trotzdem irgendein Spiel gewonnen. Zum Abschluss der Folge geht es jetzt dann noch rein gegen Southampton, Duell 10. gegen 12. Ein Punkt liegt zwischen beiden Teams, wir würden gerne vorbeiziehen an den Saints und dafür braucht es heute einen Auswärtssieg. Ich bin gespannt, ob wir das zum Abschluss dieser Folge nochmal hinbekommen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Anstoß, Frederik Gregersen, wir gehen rein und ich hoffe auf einen schönen Abschluss. Madison, erste Gelegenheit. Da verpennt er, glaube ich, den Moment, um uns da tief zu schicken. Das ist immer sehr, sehr bitter. Aber ich glaube, hier sollte heute was gehen, denn in meinen Augen ist die Abwehr relativ luftig. Guter Ball auf den durchstartenden Poro. Poro gibt uns das Ding zurück. Wir hauen ihn einfach mal raus. Madison, immer noch Madison. Nächste Gelegenheit für uns. Kommen nicht zum Abschluss. Guter Ball für Gregersen. Nochmal quer für Madison. Ja, wir müssen unsere Chancen hier langsam mal so ein bisschen zu was Handgreifen, also zu was Handfesten bringen. Der Torhüter hatte gefühlt auch noch nichts zu tun von den Saints, obwohl wir hier die ganze Zeit am Machen sind. Da müssen wir effektiver werden. Vielleicht jetzt über diesen Angriff. Kulusevski spielt ihn gut rüber und dann kriegt der Torhüter zumindest mal den Ball zu berühren. Madison im 16er. Madison, nächster Abschluss, der wieder nicht so richtig gefährlich wird. Also das ist hier echt frustrierend. Und jetzt dann die Gelegenheit erst drin, oder? Das war ein richtig guter Abschluss. Daran sollten wir uns mal ein Beispiel nehmen. Zum Glück die super Parade auch von Vicario im Tor. Sonst wäre das hier die Führung aus dem Nichts für die Saints gewesen. Jetzt kommen wir hier gut vorbei. Und das ist jetzt dann die Gelegenheit für uns. Die Führung nicht aus dem Nichts. Aber auch der Ball ist nicht drin. Zweite Gelegenheit über Flanke.
Die wird abgefälscht und somit nicht gefährlich. Jetzt kommen wir mal hier über den Flügel durch. Madison, lauf doch bitte einfach mit. Ey, ich kann das nicht. Spielerkarriere ist so beschissen programmiert, ne? Ist unfassbar. So, jetzt sind wir aber durch. Jetzt hau das Ding da rein. Danke. Da war viel Wut mit dem Spiel. Das 1:0. Durch Frederik Gregersen. Wenige Minuten vor der Pause. Man darf auch nicht mal mehr jubeln. Also dieses Spiel ist einfach nur scheiße. So, Durchgang 2. Wir wollen das Ding hier verwalten und am Ende des Tages nichts mehr anbrennen lassen. Ich hoffe aber auch, dass wir noch ein zweites Tor nachlegen. Mit der Wahl die Gelegenheit, hier gleich zu Beginn nachzulegen. Ah, gut verteidigt. Madison läuft durch. In Szene gesetzt von uns. Madison. Volles Risiko. Guter Ball von Kulusevski auf uns. Gelegenheit zum Abschluss zu kommen. Ah, zu viel Rückenlage, dann geht der Ball deutlich drüber. Kontergelegenheit für Southampton. Überhasteter Abschluss. Nochmal der Abschluss. Vicarius da. So, kein Abseits. Gefährlich. Guter Save. Und wir müssen nochmal wach werden hier in der Partie. Es steht nur 1:0, ne? Also wir haben hier das zweite Tor nicht nachgeliefert und genau das führt dazu, dass jetzt hier Southampton nochmal mutig wird und das hätte ich auf jeden Fall nicht gebraucht. Der ist 100% drin, der ist 100% drin, ne, doch nicht. Wäre aber so typisch gewesen nach so einem scheiß Ping-Pong da. Brennan Johnson gerade eingewechselt, nochmal die Gelegenheit über ihn. Auch da werden die Bälle aber ja, fast verstolpert zumindest. Macht er hier vielleicht nochmal was Gutes draus. Madison, Ball halten wäre für mich ab jetzt hier auch irgendwo okay. Nur keine ganz dummen Ballverluste bitte. Und dann werden wir das hier schon schaukeln. 90. Minute läuft, gleich ist es geschafft. Wirklich auch eine langweilige zweite Halbzeit. Also Einschlafhilfe mal wieder komplett hier gewesen. Aber gut, wir holen nochmal die Pille ran. Madison macht absolut keine Anstalten, uns dann nochmal durchzuschicken. Wir machen es auch nicht gut. Komm, beende die Partie, mach den Laden hier dicht. Es hat wirklich auch nicht viel Spaß gemacht. Das Wichtigste sind aber am Ende die 3 Punkte, die uns damit auch vor Southampton bringt. Wir sind damit jetzt 8. in der Liga. 8 Spiele, 4 Niederlagen, 4 Siege, 12 Punkte. Nicht überragend, aber irgendwo mit, womit man erstmal leben kann. In der nächsten Folge freue ich mich sehr auf das Duell gegen Real Madrid. Dann haben wir Everton in der Liga, haben Watford im Carabao Cup, Fulham, auch ein Team, was noch über uns steht, Juve, Arsenal. Also die nächste Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Sollte euch die heutige Folge gefallen haben, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so für diese Spielerkarriere wünscht. Ansonsten sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder bei der Bayern-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.